Grüße miteinander, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin heute in Gstaad, das ist in der Schweiz, hier ist ein Tennisturnier. Ich bin mit Maelo da, wir nehmen Podcast auf und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit und guckt euch das mal an. Das sieht so affengeil aus, kann man auf jeden Fall machen. Das ist das Stadion und die haben hier neu einfach einen Paddelplatz hingebaut. What the fuck, wie geil. Und hier sind die ganzen Jalleys, Digga. Affengeil. Guckt euch das an, hier ist er. Wir sind da, mit einem Badge, der nichts bringt. Media. Schau mal das Bild an. Digga, ist das von deinem Shorts-Kanal? Ja, ja. Stell dir mal vor, an alle Leute, die Tennis spielen, hier, guckt euch das mal an. Guckt euch einfach mal hier an, hier Paddel zu spielen, Digga. Wie krass ist das? Hotel Bellevue Gstaad. Boah, Digga. Das ist so Kunst draußen. Das ist geil. Diese Häuser dort, die sehen von außen normal aus, wie so Chalets. Aber wenn du reingehst, dann gehst du nach unten, dann ist unten so ein riesiger Store. Aber von oben sehen die ganz klein aus. Ein riesiger Store und alles übel modern. Ja. Das ist eben die Schweiz. Und alles teurer. Und irgendwo ist noch Logan Paul und Jake Paul, weil der manchmal nach Gstaad kommt. Welcome Desk VIP, mal wieder nur abgehoben, Digga. So sieht das hier aus und dann einfach boom. Willst du dir was gönnen? Die hassen uns, wenn wir hier sauer, so reinfilmen. Ne? Egal, scheiße. Sauer. Guck mal. Aber es einfach ist uns egal, weil wir können, du kannst es dir leisten. Ja, wir können es uns leisten, wegen der Gstaad-Open-Kooperation. Nicht Spaß, ey, vielen Dank, dass wir hier sein können. Dieser Mann hat das geklärt. Weil dieser Mann hat gefilmt mit Wawrinka. Die Leute, vielen Dank. Danke, Wawrinka. Die Leute, die sich mit Tennis auskennen, die kennen Wawrinka. Ja, hier sieht das aus. Und du hast wirklich hier, du hast ja. Hier Louis Vuitton, dann dort vorne Hermes. Und irgendwelche so Boutiquen einfach. Und dort ist der legendäre Burgerladen von Logan Paul. Logan war hier in diesem Burger. Und schauen wir mal, wie teuer dieser fucking Burger hier in Gstaad ist. Burger ist ein Takeaway. Hier gibt es kein McDonalds, glaube ich, und so. Nee. Ja, geht eigentlich voll. Wie geht? 40 Franken. 14,80. Aber es ist so eine Bude, ne? So eine Bude. Deutsche denken sich jetzt so, hä? Aber ich finde es wirklich eigentlich noch okay. Ja, ne? Scheiße, guck hier. Hermes, Schoppa. Hier kommen nur die Russen. Nee, die kommen jetzt nicht mehr. Jetzt momentan wahrscheinlich nicht so. Jetzt kommen, wer kommt jetzt? Die reichen Ukrainer und Saudis. Und hier fährt dann die Bahn so. Das ist richtig geil. Diese Häuser sind von außen zu alt, aber das ist alles renoviert, Digga. Jedes Holzstück ist einfach perfekt. Das ist eben die Schweiz, Leute. Und später gucken wir Tennis, by the way, noch. Und wir nehmen Podcast auf. Wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Tennisexperte Maelo, du musst mal sagen, wer spielt im Turnier? Oh nee, warte, ich weiß gar nicht so genau, wer alles spielt, aber ich sag, gewinnen tut. Ich gönn Wawrinka. Denkst du, der kann das gewinnen? Ich glaube, er kann. Ja. Aber wenn das Wawrinka gewinnen kann, dann kann das auch Stricker gewinnen. Würdest du sagen? Oder ich glaube ja. Ich glaube ja. Ist Wawrinka schlechter platziert als Stricker? Na, ich weiß nicht. Ich glaube nicht momentan. Aber ich sag, Wawrinka gewinnt. Das Ding. Das ist einfach der Publikumsliebling. Wenn Federer nicht am Start ist, dann Wawrinka, ja. Dann Stricker. Hier. Das Schweizer Quellwasser. Es geht rein ins Stadion. Media, Adrian Vogt. Heute ein renommierter Journalist. Sie hat einfach gesagt, wollt ihr Medienpässe? Haben wir gesagt, ja. Holy shit. So sieht das aus. Dort ist er. Dominik Stricker. Dieser Mann gewinnt heute. Wir gehen jetzt in diesen Korb rein und dann seht ihr, wie das funktioniert. Von außen sieht es gar nicht so groß aus, so ein Schalle-Dingsbums. Und dann geht man rein. Hier so kioskmäßig. Gar nicht so groß und dann geht es hier nach unten, Digga. Dann ist einfach unten ein riesen Einkaufsladen. Start für die Rich Guys. Und man muss auch einfach mal sagen, Digga, Coop und Migo wirklich so viel besser als Rewe. 100%ig, Digga. Rewe auch nicht mehr so schlecht. Nee. Aber viel besser, Digga. Es ist so schön aufgeräumt, immer eigentlich. Guck mal hier, so krass. Alles schön gemacht, alles voll und alles sehr, sehr teuer. Guckt euch mal an, wie viel Schokolade. Das ist einfach alles nur Schokolade. Und die hier, geile, beste. Und so sehen die Kassen aus, Digga. Noch nie so schöne Kassen gesehen. Einfach so ein Holzding. YMCA. Hier ist der zweite Platz, hier ist der Mainplatz und hier ist das Fernsehen, Digga. Hier drin sind die Moderatoren, guck mal. Ich glaube, das ist der Stadionmoderator. Dann sitzen hier die Moderatoren drin und moderieren das Spiel. So sieht es aus. Das ist der Weihstuhl. Guck mal,
Hier sitzen die und dann kommentieren die das Spiel. Es steht 7 zu 6 und 6 zu 5. Und er kann, wenn er jetzt dieses Game gewinnt, dann das Spiel gewinnen. Ey, 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 ey. Matchball. Nochmal. Matchball Becker. Was? Matchball Becker. Was ist das? Das Ding ist auf Feuerrutschball. Krass. Jetzt, komm, komm, komm. Komm. Das ist es! Ah ne, oh. Es kracht. Doch nicht. Hier drin ist das Medienzentrum. Bescheidenes Medienzentrum, Digi. Ja, wir sind Journalisten, wir haben jetzt hier den Podcast-Duff dabei. Ja, wir haben ein Stativ, dann sind wir Journalisten. Und es wird akribisch über das Tennisturnier berichtet. Guckt euch das mal an. So stelle ich mir einen Garten vor in einer mittelmäßigen Schweizer Wohnung. Alles andere ist falsch. Das Podcast-Setup steht, wir haben es aufgebaut, Digga. Guckt euch das an. What the fuck? Digga, hier wird Podcast aufgenommen vor den Reichen und Schönen der Schweiz. Nur sind wir nicht reich und schön. Dann sitzt man so hier, dann chillt man sich hier hin. Mikrofon. Boom, bap. Boom, bap. Oh. Und das Geile daran ist, die Sonne hat nur ca. 35 Grad gerade. Knallt komplett. Dieser Mann hat sich nicht eingecremt. Ich habe mich nicht eingecremt. Es wird ein Fest. Hier laufen dann die Tennisspieler lang. Die sind leider nicht im Bild. Kommen dann vielleicht kurz vorbei und sagen, we well, play good. It's an honor for me to play in Gstaad. You know, very tough opponent, very, very good game. Looking forward to the next round. Podcast ist abgedreht. War sehr, sehr geil. Der kommt diesen Montag auf Spotify und so und auf dem Kanal von Milo Totoro. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt dann spielt Stanislas. Stan the man, Digga. Der zweitgrößte Tennisspieler der Schweiz neben Roger Federer. Und der wird dann so. Und es wird ein absolutes Fest. Wir holen noch was zu trinken und gehen rein. Tennisspieler. Ach so, okay. Ich finde mich gerade wie Roger Federer. So siehst du auch aus. Sehe ich aus so? Von der Fitness her auch, ja. Gut, ja. Messi, tschüss und abkauer. Ey, oh Leute, ich bin im Auto. Es war ein absolutes Fest, hat sehr, sehr Spaß gemacht hier in Gstaad. Vielen Dank an das Gstaad Open für die Einladung, dass wir hier sein durften. War sehr, sehr cool. Wetter war heiß, ich bin komplett durch. Ich fahre jetzt nach Hause und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr diese Vlogs findet, diese kleinen Vlogs hier auf dem Zweikanal, wo ich so ein bisschen euch mitnehme, irgendwo hin, wo ich jetzt das Gefühl habe, das passt nicht so krass auf dem Hauptkanal, aber ich will es irgendwie trotzdem zeigen und so ein bisschen chilliger alles, bisschen längere Videos, bisschen ruhiger. Finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.